Ja, ganz herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid, alte und neue Bekannte. Und ich freue mich sehr, dass Udava Tagoges aus Paris hier heute angekommen ist. Heute Morgen habe ich ihn abgeholt. Wir haben uns in Indien vor 2 Jahren kennengelernt und Folge seiner Bhagavad Gita Klasse seit 2,5 Jahren. Is it 2.5 years already, Bhagavad Gita? Ja. Yes. Yeah. Er sagt immer, wir altern zusammen. Und ich freue mich wirklich sehr, durch Udava so einen Zugang zu so einem Text überhaupt etwas klein bisschen zu bekommen. Und finde es so wertvoll, so was Besonderes. Und deswegen freue ich mich, dass er dieser Einladung gefolgt ist, hierher zu kommen. I too am very glad to be here. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. With old friends and new. Mit alten und neuen Freunden. Some very old friends. Manche Freunde kenne ich schon lange. And why am I here? Warum bin ich hier? For the big money? Für das große Geld? No, but it's out of a kind of greed. Das ist es nicht, aber da ist schon eine Art von Begierigkeit. I'm actually quite greedy. Ich bin tatsächlich ganz schön gierig. And I think I have more to gain from being here than you have to gain from being here. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mehr zu gewinnen habe dadurch, dass ich hier bin, als ihr. Because I get to enjoy 12 sets of eyes and smiles and faces, and you get only one. Denn ich kann hier 12 schöne Augenpaare und lächelnde Gesichter genießen und ihr nur eins. That's why I do this. Und deswegen mache ich das. To steal your energy. Um eure Energie zu stehlen. To steal your love. Um eure Liebe zu stehlen. To fill my tank with your hearts. Und um meinen Tank mit euren Herzen aufzufüllen. I'm the big winner, I'm sure. Ich bin mir schon ganz schön sicher, dass ich der große Gewinner sein werde. I already know what I'm going to say. Eigentlich weiß ich auch noch gar nicht genau, worüber ich sprechen werde. But I don't know what you're going to say or do or react. Und ich weiß auch nicht, wie ihr reagieren werdet. I don't know where you came from. Ich weiß nicht, wo ihr heute und jetzt gerade herkommt. And I don't know why you came. Und ich weiß auch noch nicht, warum ihr hier seid. My God, what a beautiful mystery. Was für ein Mysterium, wie wunderschön. I don't know how you got here. Ich weiß auch nicht, wie ihr hierher gekommen seid. And I don't mean whether you came with a bicycle or with a car or with your feet. Und ich meine jetzt nicht, ob ihr zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad gekommen seid. I mean, how did your hearts bring you here? Ich meine jetzt, wie ist es geschehen, dass eure Herzen euch hierher gebracht haben? Why did your hearts bring you here? Warum haben eure Herzen euch hierher gebracht? Maybe you don't know. Vielleicht weißt du das selber auch nicht. I'm still learning why I do what I do. Ich lerne immer noch weiter, warum ich das tue, was ich tue. And so this is what I want to lead you in this evening. Und das ist das, wozu ich dich einlade. The energy that brings us to do what we do and feel what we feel and see what we see. Diese Energie zu fühlen, die uns etwas tun lässt, die uns etwas fühlen und sehen lässt. Spiritual practice begins with observation. Die spirituelle Praxis beginnt mit der Beobachtung. It's very unique in that way. Es ist sehr einzigartig. It's not observation in the scientific sense. Es bedeutet nicht Beobachtung im wissenschaftlichen Sinne. A biologist looks in the laboratory at something that he's interested in studying. Ein Biologe schaut in sein Labor, weil er aus bestimmten Gründen, die er studieren möchte, an etwas interessiert ist. In spiritual practice we observe inside. In der spirituellen Praxis beobachten wir das Innere. Our inner lives. Unser inneres Leben.
If you've had any contact with meditation practice, you know this is the foundation. Wenn du schon mal in Kontakt warst mit einer Form von Meditation, dann kennst du das bereits. We try to still our thoughts, still our breath, still our bodies, and see what's happening inside of us. Wir versuchen, unseren Atem zu fühlen und unsere Gedanken zu beruhigen und mitzubekommen, was in uns passiert. It's not just so that we can see clearly. Es ist nicht so, dass wir das alles so klar erkennen können. Understand clearly. Dass wir es alles so klar verstehen können. There's something else there. Da geht's noch um etwas anderes. It's the conviction that something else is driving us. Es ist die Überzeugung, dass noch etwas anderes uns antreibt. Something we want to come closer to. Etwas, zu dem wir näher kommen wollen. To better understand. Um besser verstehen zu können. It's the divine in us. Das ist das Göttliche in uns. That thing that makes us get up in the morning, go to bed at night, go to work, get in the car, raise the children. Dieses Etwas, was uns abends ins Bett gehen lässt, morgens aufstehen, ins Auto sitzen, zur Arbeit fahren, was uns unsere Kinder großziehen lässt. Yes, we go to work to make our money to pay our bills, of course. Natürlich gehen wir zur Arbeit, um Geld zu verdienen und unsere Rechnungen bezahlen zu können. But if we observe ourselves and take away all the material reasons for doing what we do. Aber wenn wir uns selber beobachten und mal alle materiellen Gründe weglassen, warum wir irgendetwas tun. Money. Zum Beispiel das Geld. Material possessions. Our beautiful house, our big fast car. Unser schönes Haus, unser schnelles großes Car, Auto. If we take all that away, there's something left. Wenn wir das mal alles beiseite tun, da bleibt dann immer noch etwas übrig. Something that leaves us passive. Etwas, was uns passiv bleiben lässt. Something that reminds us that we are not entirely the masters of our lives. Etwas, was uns daran erinnert, dass wir nicht vollständig die Meister unseres Lebens sind. So this observation is a kind of questioning. Und diese Beobachtung ist eine Art Frage. Who am I? What am I? Wer bin ich? And what am I? Und was bin ich? And when I ask this question, wenn ich diese Frage stelle, to whom am I asking it? Zu wem stelle ich diese Frage? When I get up in the morning, when I wake up in the morning, I open my eyes and I think to myself, well, I need to clean the bathroom today. Wenn ich morgens aufstehe und ich beginne mich zu waschen und dann kommt mir der Gedanke, ich könnte das Bad mal sauber machen. When I talk to myself, we all do this. So ist so die Stimme in meinem Kopf. Das ist, glaube ich, bei uns allen so. That's what we call thinking. Das nennen wir Denken. Who am I talking to? Zu wem spreche ich eigentlich dann? With whom am I talking? Mit wem spreche ich dann? I'm talking to, in the West we would call myself, in the East we would call my soul. Im Westen würden wir es nennen, ich rede mit mir selbst, und im Osten würden wir sagen, ich rede mit meiner Seele. In the West we're very much living in our minds. Im Westen leben wir sehr stark in unserem Geist. In our egos. I think I'm the master of my life. Ich denke, ich bin der Meister oder die Meisterin meines Lebens. I'm the one who decides. Ich bin diejenige, die entscheidet. I'm the one who has rationality and can judge the world. Ich bin diejenige, die aus rationellen Gründen etwas entscheiden kann. I'm completely autonomous. Und ich bin komplett autonom. It's a very important principle of democracy, isn't it? Das ist ein sehr wichtiges Prinzip der Demokratie. Everyone is free to think. Jeder ist frei zu denken, was er möchte. But when we look into the way we think, when we observe the way we think, und wenn wir mal beobachten die Art und Weise, wie wir genau denken, then we start to observe that there are
other things in play underneath. Dann beginnen wir zu beobachten, dass darunter noch etwas ganz anderes Auswirkungen hat auf uns. Desires and longings. Dass da Wünsche sind, Sehnsüchte. Not material desires and longing. Keine materiellen Wünsche und Sehnsüchte. Not for a bigger car or a bigger portion of potatoes. Nicht für ein größeres Auto oder eine größere Portion Kartoffeln. But a desire for meaning. Aber eine Sehnsucht nach Bedeutung. So we have two identities at any moment. Wir haben in jedem Moment zwei Identitäten in uns. One is the ego identity. Eine ist die Ego-Identität. Intellect, rational, moral. Der Intellekt, der rationale Geist und der Moral, die moralische Instanz in uns. That makes clear and rational decisions. Klare und rationale Entscheidungen trifft. And then the other self, which is the soul, which is built on feelings, love, need for love, want to give love. Und der andere Teil ist die Seele. Und dieser Teil sehnt sich nach Liebe, sehnt sich danach, Liebe zu empfangen und zu schenken. What are these conflicts we have with ourselves all the time? Was sind diese Konflikte, die wir eigentlich ständig da in uns austragen? Why are we so indecisive? Warum können wir uns da so schwer entscheiden? Because we're in a dialogue with our inner self. Weil wir in einem Dialog mit unserem inneren Selbst sind. In the West, the soul and the self are two different things. Im Westen ist die Seele und das Selbst unterschiedlich voneinander. And we can hold them apart. We think we can hold them apart. Und wir denken, wir könnten die auseinanderhalten. In Indian tradition and Eastern traditions, they're the same. In der indischen, in der östlichen Tradition sind sie aber eins, sind sie das Gleiche. The term Atma. Der Ausdruck Atma means self and soul together. Bedeutet das Selbst und die Seele zusammen. When I'm being myself, I'm in harmony with what I desire, what my heart feels, and what I want. Wenn ich von meinem Selbst spreche, dann bedeutet das, dass ich im Einklang bin mit dem, was meine Seele und mein Herz sich wünscht und will. In the West, when I'm being myself, I'm not lying on my tax form, on my tax report. Wenn ich im Westen sage, ich bin mich selbst, dann bedeutet das, dass ich. Oh, what do you mean? If someone asks me who I am in the West, I show my passport. Ja, wenn mich jemand fragt im Westen, wer ich bin, dann unter Umständen ist es die Situation, dass ich ihm meinen Pass zeige. So I have an address, I have a bank account, I have a, I'm so and so meters tall. And so. Wo dann eben draufsteht, was für eine Adresse, wie groß ich bin, was für eine Augenfarbe ich habe und so weiter. And if I'm in the West and I think out when someone asks, who are you, then I have to look into my soul and answer that question. Sorry, in the East. In Indian tradition, who are you means who is your soul? Und wenn die Frage in der östlichen Tradition nach wer bist du, die richtet sich an die Seele. Wer bist du von der Seele her? So in the West we hold these apart. They're safely guarded from each other. Im Westen werden die so sicher voneinander abgeschirmt, diese beiden Aspekte. What my inner longings are and what I have to do to follow the law are two different things. Was meine inneren Sehnsüchte angeht und was es bedeutet, hier als dieser Identität den Gesetzen zu folgen, mich dementsprechend zu verhalten. This is okay. I'm not criticizing. Das ist okay. Ich möchte das nicht kritisieren. I live this way too. Ich lebe auch so. But what is important is that we understand the relation between the soul and the self. Aber was wichtig ist, dass wir das verstehen, die Beziehung zwischen der Seele und dem Selbst. That we understand who we really are. Dass wir verstehen, wer wir wirklich sind. What we call a realization.
Das nennen wir eine Realisation. That I am now being myself in the Western sense and I'm now being myself in the Eastern sense. Dass es eine Sichtweise gibt, ich bin mich selbst aus der westlichen Sichtweise her oder ich bin mich selbst aus der östlichen Sichtweise her. Right. So I look around and I know some of you and I know a tiny bit of the souls of some of you. Wenn ich euch anschaue, dann kann ich vielleicht einen ganz kleinen Anteil eurer Seele erkennen. And the others of you, I see you and I look in your eyes and I see even smaller part of your soul, but nonetheless a little bit. In the ones I don't know from before, I also see you, a smiling face and a soul. Genau. Also auch jetzt, ne, er hat eben gesprochen von denen, die er schon länger kennt, ne, und jetzt aber auch in denen, die heute hier sind, die er jetzt zum ersten Mal sieht, sieht er auch ein kleines Stück eurer Seele. And the more we sit, the more we speak, the more we share, the more I see you, the more I understand who you are. Und je länger wir jetzt zusammen sitzen und gemeinsam sprechen und über Sachen uns austauschen, umso mehr werde ich erkennen, wer du wirklich bist. What's really strange about this experience is that the more I share with you, the more I understand who I am. Was wirklich interessant ist an dieser Erfahrung, je länger wir auch uns austauschen werden, umso mehr werde ich auch verstehen, wer ich eigentlich bin. In you I see a reflection of me. Denn ich sehe meine eigene Reflexion in euch. I see what you feel when you hear me and look at me. Ich sehe, was ihr fühlt, wenn ihr mich hört oder mich anseht. We have a relation. Wir haben so eine Beziehung. And it grows by the minute. It deepens by the minute. Und die vertieft sich jede Minute, die wir hier sind. This we cannot say about the passport identity. Und das können wir nicht sagen von unserer Identität, die wir in unserem Pass. So no matter how many times I tell you my address, you won't know me better. Egal wie oft ich dir meine Adresse nennen werde, du wirst mich dadurch nicht besser kennenlernen. But the more I hear the sound of your voice, I see the softness of your eyes, I see the way you hold your body, I see the way you walk. I know you better and you know me better. Aber je länger ich sehe deine Haltung, wie du deinen Körper trägst, den Blick in deinen Augen oder wenn ich jetzt deine Stimme hören würde, ja, umso mehr werde ich dich fühlen und kennenlernen. Who I am, who you are, depends on the relation you have with others. Wer ich bin oder wer du bist, das hängt von der Beziehung, die zwischen uns ist, ab. I don't want to be too dramatic, but tonight you're changing my life. Ich möchte jetzt nicht so dramatisch klingen, aber heute werdet ihr mein Leben verändern. Because who I am is created in relation to you. Denn wer ich bin, kreiert sich durch die Beziehung zu euch. And why is this? Warum ist das so? It's because all souls are related. Das liegt daran, dass alle Seelen eine Beziehung untereinander haben. In fact, we could say a soul is a relation. Tatsächlich können wir sagen, Seele bedeutet Beziehung. There's never a soul that's completely alone. Es gibt keine Seele, die ganz alleine ist. Because there's never a soul that doesn't express and receive love. Denn es gibt keine Seele, die nicht Liebe ausdrückt und diese auch empfängt. Again, I don't want to be too dramatic. Nochmal, ich möchte nicht so dramatisch hier. I don't mean Hollywood love. Ich rede auch nicht von der Hollywood Liebe. Oh baby, baby, I love you. No. Baby, baby, I love you. I mean love, which is simple, energetic relation, attraction, connection to the other. Ich meine eine Liebe, die energetisch ist, die eine Anziehung, eine gegenseitige Anziehungskraft bedeutet. In Indian thought, all souls are related. Aus der indischen Sichtweise haben alle Seelen eine Beziehung miteinander. And the totality of all souls. Und die Totalität aller Seelen, die Gesamtheit aller Seelen. Is called
Paramatma. Die nennt sich Paramatma. My soul, your soul is Atma, and all the souls together is Paramatma. Deine Seele und meine Seele ist Atma, und alle Seelen zusammen, das nennt man Paramatma. This is one way of understanding the divine. Und das ist eine Möglichkeit, das Göttliche verstehen zu können. The totality of all souls, all the connections between all the hearts is the divine. Die Gesamtheit aller Seelen, die Verbindung zwischen allen Herzen, kann man als göttlich verstehen. So this exchange that we have with each of us here already, 12 of us, it's only after 20 minutes we're together, and there's an exchange, maybe a small one, but nonetheless there's energy flowing. Jetzt nach 20 Minuten, wenn es auch ein kleiner Austausch ist, ist es dennoch ein Fluss von Energie, der zwischen uns stattfindet. There's no such thing as an indifferent soul. Es gibt keine gleichgültige Seele. An identity, a modern Western identity, must be indifferent. Eine moderne westliche Identität soll gleichgültig. You must be indifferent about my address and the name on my passport. Du sollst gleichgültig sein über meine Adresse oder meinen Namen auf meinem Pass. Otherwise it's called prejudice. Sonst würde man sagen, du hättest ein Vorurteil. But in the Western tradition, there's no soul which is indifferent. I'm invested in every relation I have with each one of you and all of you together already. You mean in the Eastern? In the Eastern, keep going. Yeah, aber in der östlichen Tradition, da ist es nicht möglich, indifferent. Gleichgültig zu sein, weil es das gar nicht gibt. Es gibt nur dieses Konzept von wir sind in Beziehung. Wir haben eine Beziehung. So in this Eastern tradition, we are who we are by the different flows of energy and feeling and I want to say emotions between all the different souls. In der östlichen Tradition. Yes. Can you repeat, please? Yes, in the Eastern tradition, we are who we are by virtue of these prejudices, you could say. Because we care in different ways about different relations. In the Western. In the Eastern. In the Eastern. Yes. You don't agree. In the West, we are indifferent. Im Westen sind wir gleichgültig. In the East, we are not indifferent. In der östlichen Tradition sind wir nicht gleichgültig. We have an original, unique relation with each and every soul. Wir haben mit jeder Seele eine einzigartige Beziehung. Right. And this is what makes us, essentially, who we are. Und dadurch werden wir in der Essenz zu dem, was wir wirklich sind. Through these relations to other hearts and other souls. Durch diese Beziehung zu anderen Herzen und anderen Seelen. In Bhagavad Gita, in the Eastern traditions, the soul is named Sat Chit Ananda. In der östlichen Tradition und so auch in der Bhagavad Gita wird die Seele Sat Chit Ananda genannt. Strangely enough, this is also what God is named. Und das ist ja bemerkenswert, dass Gott auch so genannt wird. Since the divine is the totality of all souls share the same qualities as the divine. Dadurch, dass Gott die Gesamtheit aller Seelen darstellt, bedeutet es, dass auch alle Seelen ein Teil von dieser göttlichen Qualität in sich tragen. So in Indian tradition, God is not some faraway character, faraway person. In der indischen Tradition ist Gott nicht etwas, was weit weg von uns ist. It's something that's in us. Sondern etwas, was in uns. We say that the soul is part and partial of God. A little bit of God is in everybody. Wir sagen, dass etwas von Gott in jeder Seele enthalten ist und dass wir deswegen ein Teil, ein kleiner, aber dennoch ein Teil von Gott sind. So when we talk about transcendence,
Wenn wir also über Transzendenz sprechen, we don't mean we need to fly away and find God in a faraway place. Dann meinen wir nicht, dass wir jetzt irgendwo wegfliegen und Gott in einem weit entfernten Ort finden können. We need to go into our own souls and find the divine there. Sondern, dass wir in unsere eigene Seele eintauchen und Gott dort finden. That's why I started out by saying that spiritual life is observation of the self. Und deswegen habe ich vorhin damit begonnen, dass spirituelle Leben bedeutet die Beobachtung von unserem Selbst. So, Sat, Chit, Ananda. Also Sat, Chit, Ananda. These are three words. Das sind drei Worte. Sat means eternity or eternal being. Sat bedeutet Ewigkeit oder ewiges Sein. Chit means consciousness or knowledge or awareness. Chit bedeutet Bewusstheit oder auch Aufmerksamkeit. And Ananda means bliss, or sometimes we say pleasure or even love. Und Ananda bedeutet Glückseligkeit oder Freude, und manchmal wird es auch mit Liebe übersetzt. So these are the qualities of every soul. Also das sind die Qualitäten jeder Seele. And the qualities of the divine, of God. Und auch die Qualitäten von Gott. And we share these. Und wir teilen diese Qualitäten. In different levels, in different quantities, but we all have the same qualities. In different, also zu unterschiedlichen Quantitäten, also zu unterschiedlicher Menge oder auch unterschiedlicher Qualität, aber dennoch, wir teilen es. So what means the eternal? Was bedeutet ewig? That means that our souls have always existed and will always exist. Das bedeutet, dass unsere Seele immer existiert hat und auch immer existieren wird. The number of souls in the universe is the same. It's never changed. Die Anzahl der Seelen im Universum ist immer gleich. Die wird sich nie verändern. A soul is not born, a soul does not die. Eine Seele wird nicht geboren und sie wird auch nicht sterben. Of course, a body is born and a body disappears. Natürlich, ein Körper wird geboren werden und der Körper wird auch sterben. But the soul precedes the body and the soul lives on after the body. Aber die Seele wird auch nach dem Tod noch weiter existieren. This is a very central idea in Indian philosophy. Das ist eine ganz zentrale Idee in der indischen Philosophie. And it has some really interesting consequences. Und die hat ein paar sehr interessante Konsequenzen. For example, if you know someone, you have always known them. Wenn du jemanden kennst, dann bedeutet das, dass du ihn oder sie immer kanntest. And when I say know, I mean from the heart. Und wenn ich sage kennen, dann meine ich, dass du ihn oder sie vom Herzen her kennst. If you love someone, you have always loved them. Wenn du jemanden liebst, dann hast du ihn oder sie immer geliebt. The experiences your heart has had have always been there. Die Erfahrung, die dein Herz dann macht, die hat schon immer existiert. The experiences you might have with your body, these disappear. Die Erfahrungen, die du mit deinem Körper machst während deines Lebens, die werden auch verschwinden. Wenn du stirbst. So what we call spiritual life or spiritual progress. Was wir spirituelles Leben oder spirituellen Fortschritt nennen. This can continue forever. Das kann in alle Ewigkeit weitergehen. And by spiritual progress I mean becoming more and more aware of our own soul, who we are spiritually. Und mit spirituellem Fortschritt meine ich bewusst zu werden, wer wir wirklich sind. So we come to Chit, the second quality. Und damit kommen wir zur zweiten Qualität, Chit. Awareness or knowledge or consciousness. Bewusstsein oder Wissen oder Aufmerksamkeit. The oder Gewahrsein vielleicht noch besser auch. The soul has always existed, but we haven't always been aware of it. Die Seele hat schon immer existiert, aber wir waren uns dessen nicht bewusst. So practices like meditation or even certain yoga practices help us to clear the way to understand who we are.
solche Vorgänge wie Meditation oder auch bestimmte Yoga-Vorgänge können uns helfen, diesen Weg zu beschreiten, um mehr zu fühlen und zu verstehen, wer wir wirklich sind. So what is our spiritual identity, our soul identity? Also was bedeutet das überhaupt, Seelenidentität? We can, for example, say that it's all that's left when the body is gone. Wir können zum Beispiel sagen, das ist alles, was noch stehen bleibt, wenn der Körper nicht mehr existiert. Now this is hard to figure out if we still want to live. Und das ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, wenn wir noch leben wollen. Oh, that's it. So, how do we know what will remain after we die, or as we say in Indian, after we leave the body? Wie können wir das wissen, was dann noch übrig bleibt? In Indien sagt man, nachdem wir den Körper verlassen haben. Well, we try to focus on what we feel. Das bedeutet, dass wir uns darauf fokussieren, was wir fühlen. What the pure emotions are, the emotions that come from our heart. Was sind die reinen Gefühle, die von unserem Herz kommen? We try to think, does this pleasure, does this happiness come from the bag of chocolates I just ate, or does it come from something deeper? Wir können zum Beispiel unterscheiden, kommt diese Freude, die wir empfinden, jetzt von dieser großen Tafel Schokolade, die wir gegessen haben, oder kommt die Freude vielleicht aus was viel Tieferem, aus was anderem? Does it come from material pleasures or does it come from spiritual pleasures? Kommt die Freude von materiellen Freuden oder von spirituellen Erfahrungen? Do we have to jump in a parachute in order to be happy and to have pleasure? Müssen wir mit einem Fallschirm runterspringen, um Freude zu erfahren? Or can we have pleasure in simple relations to other souls, like we talked about a moment ago? Oder können wir auch Freude empfinden durch die Beziehung, durch die einfache Beziehung, die wir mit einer anderen Seele haben, wo wir eben am Anfang auch drüber gesprochen haben? So sat, we have an eternal soul. Sat bedeutet, dass wir eine ewige Seele haben. Chit, we have an awareness of our soul. Chit bedeutet, dass wir ein Gewahrsein darüber haben, dass wir eine Seele haben oder sind. And finally, Ananda. Bliss means we have a experience of happiness or spiritual pleasure in our soul. Und letztendlich Ananda bedeutet, dass wir eine freudvolle Erfahrung, eine Erfahrung wie ein Segen machen, dass wir eine Seele sind und haben. So a key component of the soul is the pleasure we feel. Eine Schlüsselqualität oder ein Schlüsselbestandteil, dass wir eine Seele haben, bedeutet, dass wir Freude empfinden. Yes. And it can help to say, what is the difference? In English we say bliss and happiness, two different concepts, Glückseligkeit and Freude oder Vergnügen. Also es gibt eine Unterscheidung zwischen Bliss, also was mehr mit Segen, was ich jetzt mal mehr mit Segen in Verbindung bringe, und Happiness, was man mit Freude oder Vergnügen vielleicht übersetzen kann. So Bliss we can find through spiritual exchange, Happiness we find through material means. Glückseligkeit oder also Bliss können wir verbinden, wenn wir eine spirituelle Erfahrung oder Austausch machen. Und Happiness ist dann eben mehr verbunden mit einer Freude, die aus einer materiellen Erfahrung entsteht. So the question for us in our spiritual life, in our spiritual evolution is, what are the things that give us happiness that are not material? Also die Frage zu unserem spirituellen Leben bedeutet, was sind die Dinge, die mir eine tiefe Freude schenken, die nicht aus einer materiellen Quelle resultieren oder Vorgang? So we do the meditation or we do the thought experiment. Take away all the material things that give me pleasure.
the chocolates, my car, my water skis, my house. Wenn wir jetzt mal dieses Experiment machen, wir nehmen mal alle materiellen Sachen aus unserem Leben weg, die mir normalerweise vielleicht Freude schenken. Mein Auto, mein Wasserski, mein großes Haus und so weiter und so weiter. Was bleibt dann, was mir wirklich eine tiefe Freude schenkt? Und das ist Bliss. Und das können wir eben Segensenergie oder Bliss oder And this comes through our relation to other souls. Und diese Glückseligkeit erfahren wir in der Beziehung mit einem Austausch mit anderen Seelen. By receiving pleasure from the pleasure of others. Dadurch, dass wir Freude empfangen, dadurch, dass wir mit anderen in Kontakt und Austausch sind. By loving others. Dadurch, dass wir andere lieben. By feeling love from others. Und dadurch, dass wir auch Liebe empfinden, die von anderen ausgeht. So from Satchitananda. Also von Satchitananda. We can say eternal life, awareness and pure love. Können wir sagen, dass das ewige Leben, die reine Liebe und dieses vollständige Bewusstsein oder Gewahrsein ist. It harmonizes very nicely, well, in some ways, with Abrahamic religions like Christianity or Islam or Judaism. Und das harmoniert eigentlich ganz gut mit dem Christentum oder sogar mit dem Alten Testament und dem Islam. That the purpose of life is love and a relation of love. Dass das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens ist die Liebe und die Beziehung mit der Liebe. Yes. So what's the next step? I'm going to come to the goal here soon. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich komme bald zu unserem Ziel. If it's through the relation, loving relation with other souls, what is the highest form of that loving relation? Wenn es um die Beziehung mit anderen Seelen geht, was ist dann die höchste Beziehung, die wir mit anderen haben können? Well, we know that the collection of all souls is the divine. Wir haben jetzt eben gehört, dass die Gesamtheit aller Seelen das Göttliche bedeutet. So this means that the highest goal of spiritual life is to love the divine, to love God. Und das bedeutet, dass das höchste Ziel im spirituellen Leben die Liebe zu diesem Göttlichen darstellt. All relation that is pure, all relation that is spiritual, involves loving. Alle Beziehungen, die rein sind, haben etwas mit Liebe zu tun. A reminder, not Hollywood love. Nochmal möchte ich daran erinnern, dass es hier nicht um die Hollywood-Liebe geht. But pure wish for the wellness of the other. For the happiness of the other. Aber eine wirklich absichtslosen Wunsch für das Glück der anderen. So it's this connection which takes us to, which makes us happy. This connection and the purification of this connection that makes us happy. Es ist also die Verbindung, die uns glücklich macht. Again, it's not to criticize people who have cars or eat chocolate. I have both, I do both. Es geht jetzt nicht darum, eine Kritik zu üben an Menschen, die Schokolade essen oder ein Auto besitzen. Ich mache das auch. The goal is to understand the difference. Das Ziel ist einfach nur, den Unterschied zu verstehen. To understand that the pleasure from the chocolate is not real because it won't last after the bag of chocolate is empty. Zu verstehen, dass die Freude an der Schokolade nicht, man kann sagen, nicht real ist, weil sie ein Ende haben wird, wenn die Schokolade zu Ende ist. That the car becomes old and rusts and doesn't drive anymore and the happiness I get from that will be gone. Und dass das Auto irgendwann rostet und kaputt geht und dann wird auch da die Freude zu Ende gehen. And the happiness, but the happiness I receive from loving you for who your soul is, for what your soul is, will never end. Aber das Glück, was ich empfange, dadurch, dass ich dich liebe, von meiner Seele her, von meinem Herzen her, dieses Glück, das wird nie enden. It's in a way the loving itself, which is the divine. Und wir können sagen, dass der Vorgang, nenne ich es jetzt mal, des Liebens selbst
Das ist das Göttliche. The loving relation. Die liebende Beziehung. That is what lasts. That's what gives pure happiness. Das ist das, was Bestand hat, und das ist das, was auch wirklich eine ganz tiefe Freude jedem schenkt. And we all experience this more or less. Und wir alle haben das schon erfahren, in einem größeren oder kleineren Umfang. You all know what I'm talking about. Ihr wisst alle, worüber ich jetzt gerade spreche. Maybe you exercise it imperfectly, like me. Vielleicht übt ihr das auf eine unperfekte Art und Weise, so wie ich. But you know what I mean. You know what it feels like to love. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, jemanden zu lieben oder überhaupt zu lieben. You remember the first time you fell in love. Ihr könnt euch noch erinnern, als ihr das erste Mal euch verliebt habt. You've seen the unconditional love in the eyes of a baby. Ihr habt schon mal die bedingungslose Liebe in den Augen von einem Baby gesehen. This is love that wants nothing but love. It's love for love. Und das ist etwas, was nichts anderes als die Liebe möchte. Es liebt, um zu lieben. This is what we call the divine. Und das nennen wir göttlich. Das kann man göttlich nennen. So not an old bearded man sitting on a cloud. Nicht ein alter, bärtiger Mann, der auf einer Wolke sitzt. So that maybe could symbolize it. Das könnte es vielleicht symbolisieren. It's alive in us. It's flowing. The energy of it is flowing in us and through us. Das ist etwas, was in uns lebendig ist, eine Energie, die durch uns durchfließt. And it's flowing here too. Und die fließt auch hier. A tiny little bit. Ein klein bisschen. Let's increase it. Lass es uns anheben. It's flowing between you and your wife and your husband and your girlfriend or boyfriend. Es fließt zwischen dir und deinem Mann oder zwischen dir und deinem Partner oder Partnerin. With your children. Oder zwischen dir und deinen Kindern. With your friends. Mit deinen Freunden. There are different kinds of love, but it's all the same substance at the heart of it. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Liebe, aber es ist alles die gleiche Substanz. And it brings us happiness because it brings us closer to the divine in us. Und das schenkt uns Freude, weil es uns zu dem göttlichen Teil in uns selber mehr in Kontakt bringt. So, a last word about the tradition that I practice, the devotional spiritual practice that I have. Jetzt möchte ich noch ein letztes Wort über die die Praxis der Hingabe mit euch teilen. Yeah, it's called Bhakti Yoga. Die nennt man Bhakti Yoga. Which means the yoga of devotion. Und das nennt man Yoga, das Yoga der Hingabe. And it's a practice whereby, and it's very simple, it's really simple at its core. Und die ist tatsächlich in ihrem Kern sehr einfach. We realize that the divine is this expression of love for the soul of the other. Es geht darum, dass wir realisieren, dass diese Liebe, die wir für einen anderen empfinden und fließen lassen, dass das ein Ausdruck des Göttlichen ist. At its highest, purest level, it's the love for God. Und auf der höchsten und reinsten Stufe ist es die Liebe für Gott. But what's splendid is that it exists at every level. Aber was so fantastisch ist, dass es in jeder Stufe existiert. So the kindness, the tenderness I feel for you right now, almost totally unknown souls, almost. Die Freundlichkeit und Zärtlichkeit, die ich für euch jetzt gerade empfinde, obwohl ich eure Seelen oder euch ja noch gar nicht so lange kenne. This helps me to develop that flow of loving energy from my heart to the heart of the divine. Das hilft mir, den Fluss der Energie und die Liebe, die ich für das Göttliche entwickle oder fühle, anzuheben. Your heart is divine. Dein Herz ist göttlich. My heart is divine. Mein Herz ist auch göttlich. They're trying to communicate with each other. Und die versuchen miteinander zu kommunizieren. But it's difficult. Aber es ist schwierig. It's complicated. Es ist kompliziert. I have to get home and make dinner. Ich muss ja nach Hause, ich muss ja noch Abendessen. The kids need new shoes. Und meine Kinder brauchen neue Schuhe. It's complicated. Das ist alles kompliziert. But at the heart, it's the same for all of us. Aber im Kern ist das Gleiche für alle. So through different practices, mostly through reflection, meditation, realization,
we can clarify this flow of energy between hearts. Durch die verschiedene Arten der Praxis, ob es jetzt Meditation ist oder was anderes, letztendlich geht es um eine Selbstreflexion, um ein Anheben des Gewahrseins, kann ich mehr und mehr bewusst werden, wie diese Energie fließt in mir und in einer Beziehung fließt. Once again, it doesn't mean that you need to sell the house and give away your car. Also nochmal, ich möchte euch nicht sagen, dass du jetzt dein Haus verkaufen sollst oder dein Auto loslassen sollst. You don't need to live in a bedsheet and on the mountain, in a cave on the mountain. Dass du auch nicht mit einem Betttuch in einer Höhle auf einem Berg leben musst. But you need to understand the difference. Aber dass du den Unterschied, dass es wichtig ist, den Unterschied zu begreifen. The difference between the pleasure that your car gives you and the pleasure that your heart gives you. Den Unterschied, den du hast von deinem Auto und den Unterschied, den du erfährst, der rein aus die Freude, die du erfährst, die rein aus deinem Herzen entsteht. Again, every one of you knows this. Nochmal, ich weiß, dass ihr das alle kennt und bereits wisst. Sorry, you knew this before you came. You wasted your evening. Entschuldigung, das wusstet ihr ja alle schon. Ihr habt eigentlich eure Zeit. But the difficulty, the challenge is to purify it, to clarify it. Aber die Herausforderung ist genau das, zu kristallisieren, es zu befreien von den Sachen, die es nicht so spürbar machen. To detach from what is not real and to attach to what is real. Sich frei zu machen von dem, was nicht wahr ist, was eben nicht Bestand haben wird, und mich an das anzuhaften oder mich mit dem zu verbinden, was ewig ist, was Bestand haben wird. And to clarify and purify the relations you have with others. Und die Beziehung, die ich mit anderen habe, zu klären und auch zu reinigen. There, I stop. Da möchte ich jetzt gerade mal innehalten. If I may. Das war natürlich jetzt wunderschön, aber jetzt kommt der Teil. In Indien nennen wir das den Nektarquirl. Ja. Wo das, was bei euch vielleicht irgendwo einen Anstoß gegeben hat, in irgendeiner Form, vielleicht eine Inspiration, eine Verbindung zu eurem Leben, vielleicht aber auch eine Frage, die aufgetaucht ist. Und durch diesen Austausch jetzt, ne, dass wir etwas miteinander teilen, das ist genau der Vorgang, von dem wir gerade gesprochen haben eigentlich, ne? Dass wir etwas klären, etwas reinigen in unserer Wahrnehmung, in unserer Beziehung. Und dafür möchte ich jetzt nochmal ganz herzlich euch einladen, aufzugreifen von dem, was ihr gerade gehört habt, Fragen. Kritik ist auch willkommen. Man kann die Frage auch in Deutsch stellen. Genau, genau. Vielen Dank, Takshu. Ja, also, Udava spricht und versteht Deutsch. Genau. Aber da er jetzt halt einfach fließender in Englisch ist, und haben wir gesagt, dass gerne Englisch. Sehe ich den Moment und muss mich leider verabschieden. Oh. Ja. Ja. Ja, schon gesagt. Ja. Danke für das Kommen. Ja. Ja. Macht's gut. Tschüss. Danke dir für das Kommen. Also ich würde eine Anmerkung machen. Ich habe mich mit Eckhart Tolle auseinandergesetzt, Torwege zum Leben im Jetzt. Und dann braucht man so die Vorstellung, wo bin ich Gott nah? In mir. Sprich, Gott ist in meinen Händen oder in meinen Füßen. Und da bin ich halt irgendwie hängen geblieben und komme gar nicht weiter. Wie ich das jetzt
wie sagt man, im Miteinander leben soll. Das ist meine Schwester, da habe ich das zum Geburtstag geschenkt. Ja, und ja, ich bin froh, dass ich hier bin, auf jeden Fall. Das war jetzt gerade der richtige Augenblick. Ja. So you've understood that the divine is in you. And now the question is, what's next? Du hast verstanden, dass das Göttliche in dir ist, und jetzt ist die Frage, was kommt jetzt als nächstes, wie geht's weiter? What's next is to see the divine in the other. Was als nächstes kommt, bedeutet, dass du erkennst, dass du das Göttliche in dem anderen, in der anderen erkennst. First a tiny little bit, that little glimmer in the eye. Zuerst nur ein klein bisschen, das Leuchten in den Augen. The act of kindness, the little smile. Vielleicht eine kleine Freundlichkeit, ein kleines Lächeln. But then focus on that and explore it, penetrate it, go deeper in that, in the other. Und dann kannst du dich darauf fokussieren und das erfahren und da tiefer eintauchen in dem anderen. So that the highest point, the goal is, you see only souls. Und das höchste Ziel ist, dass du überall die Seele erkennst, in jedem. No body, yes, it's not saying you don't have a body, that you don't walk around and breathe oxygen. But that all I'm interested in, all you're interested in, is the soul of the other. You found it in yourself, now find it in the other. Das bedeutet, dass wenn du diese Seele in dir selber findest, dass dann der nächste Schritt ist, dass du sie auch in allen anderen finden und erkennen wirst. You've done the difficult part. Du hast schon das Schwierige gemacht. The understanding that you yourself are a soul. Dass du verstanden hast, dass du selbst eine Seele bist. That's the most difficult. Das ist das Allerschwierigste. So this is Olympic jump you've made. Das ist schon ein großer Olympiadesprung, den du gemacht hast. Sometimes I go to the museum and look at people. Manchmal gehe ich ins Museum und schaue mir die Menschen dort an. And if I really focus, really calm down, then I see souls. Wenn ich mich wirklich fokussiere und wirklich ruhig werde, dann beginne ich die Seelen zu sehen. You see how they look at the paintings. Also gucke ich mir an, wie sie sich die Bilder betrachten. How they walk around. Wie sie sich bewegen. How they deal with each other. Wie sie interagieren miteinander. Where they stop. Wo sie anhalten. Which color they liked. Welche Farben sie angezogen haben, wie sie den Kopf halten. If you see enough of this, you start to see the soul. That's the machinery behind that bodywork. Wenn du das eine Weile lang betrachtet hast, dann fängst du an, die Seele zu erkennen, das, was hinter dieser Körpermaschine wirklich wirkt. The problem is, it's much quicker just to look at the body, or the bank account, or the car. Das Problem ist, dass es offensichtlicher und leichter erscheint oder ist, erstmal nur den Körper zu sehen oder unser Bankkonto oder eben das große Auto. The best place to start is with your sister. Der beste Ort, damit zu beginnen, ist die Schwester. You know her the best already. Sie ist schon sehr gut. So you already have a head start on the knowing and soul. Und das bedeutet, dass du schon einen großen Fortschritt hast, darin ihre Seele noch tiefer zu erkennen. But how to be in a relation with God? Is it by being in relation to one another? Or is there a special relation to the personality of God? Is God a personality when God is Paramatma? Maybe God is all souls. Soll ich gerade kurz übersetzen? Yeah. Also jetzt ist Ihre Frage, wie kann ich eine Beziehung zu Gott haben, wenn Gott doch die Gesamtheit aller Seelen ist? Dann ist es ja nicht so persönlich, oder so, wenn ich mal so sagen darf. Ne? Wie geht dann diese Beziehung?
Yes, it's by dealing with each and every individual soul. Ja, das bedeutet, dass es wirklich um eine Beziehung, um Austausch mit jeder einzelnen Seele geht. It's unique. Every soul is different. Jede Seele ist einzigartig. And I suppose if you met all the souls in the universe, you would be best friends with God. Und ich würde mal sagen, wenn du jede Seele in diesem Universum getroffen hast, dann bist du eine sehr, sehr gute Freundin von Gott. But to see the divine, it's enough to see it in one person. Aber um dem Göttlichen zu begegnen, dann ist es genügend, völlig ausreichend, wenn du es in einer Person wirklich erfährst und erkennst. We talk from the difference between quality and quantity. Wir haben über den Unterschied. Sorry, qualities and quantity. Ja, wir haben über den Unterschied gesprochen zwischen unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Quantitäten. So, we all have all of the qualities of God, of the divine. Jeder von uns hat alle Qualitäten des Göttlichen in sich. But not in the same quantity. Aber nicht im gleichen Umfang, in der gleichen Quantität. So by knowing anyone, we know the qualities of God. Dadurch, dass wir eine Person, einen Mensch wirklich kennen, kennen wir die Qualitäten von Gott. But we don't know all the depth of God. Aber wir erkennen nicht die gesamte Tiefe von Gott. If it were possible to know also all the souls that exist, wenn es möglich wäre, alle Seelen, die existieren, zu kennen, then we would be God. Dann wären wir Gott. And that's what God is. Und das ist, was Gott ist. Nothing else, nothing more. Nothing nicht mehr und nicht weniger. So the path is to learn the souls of those around you. Also der Weg besteht darin, alle Seelen tiefer kennenzulernen, die um dich herum sind. Be interested in their souls, what they're longing for, what they're afraid of, what they're seeking. Dich dafür zu interessieren, was sind ihre Sehnsüchte, was sind ihre Ängste, was suchen sie? It's compassion, it's in a simple word. In einem einfachen Wort ausgedrückt ist es Mitgefühl. Mitgefühl zu entwickeln. Again, a very Christian value. Also nochmal, das ist ein sehr christlicher Wert. And also the idea that we come closer to God by being compassionate. It's from the mouth of Jesus. Und auch diese Worte hat Jesus gesprochen, dass wir Gott näher kommen, dadurch, dass wir Mitgefühl praktizieren und empfinden. So this is the practice. Das ist der Weg. Das ist die Übung. Also wirklich so mitfühlend und mit offenem Herzen und strahlend auf andere Menschen zugehen. Dann habe ich auch das Gefühl, dass die sich eher so ein bisschen zurückziehen, verschleiern. Dass gar nicht so dieser Austausch so stattfinden will. So. Ja, yes, we're not all at the same levels of openness and availability. Ja, wir sind leider nicht alle auf dem gleichen Stand von Offenheit und wie soll man sagen, Availability heißt ja eigentlich Verfügbarkeit, aber von der gleichen Kapazität, uns zu öffnen und zu teilen. So it's also a tactical challenge. Tactical. Also es ist auch eine Art taktische Herausforderung. Give from yourself in just the right amount to invite the other to give from herself or himself. Dich selber zum richtigen Betrag, also zum richtigen Volumen zu schenken, dass du den anderen einlädst, dir entgegenzukommen und das Gleiche zu tun. Also dass du es dosierst, die Dosierung der Offenheit. But let's be clear, when you give of yourself, it's extremely attractive.
Aber lass uns hier ganz klar sein, wenn du dich selber wirklich schenkst, dann ist das etwas sehr, sehr Anziehendes. And when someone says no to this, it's out of fear. Und wenn jemand das ablehnt, dann hat das was mit Ängsten zu tun. So you must never think that it's somehow not attractive. Also du darfst nie denken, dass das nicht etwas Wunderschönes und Anziehendes ist. And the fear, this kind of fear that happens in that situation, often comes from wanting to respond in the same way and not being able to. Und diese Angst kann auch oft daher rühren, dass so eine große Sehnsucht in dem anderen vielleicht da ist, dir auch auf diese Art und Weise zu begegnen, in dieser großen Offenheit, aber dass die Unfähigkeit auch da ist und dass das die Angst reinbringt. Ich bin die Meta gelesen von Thomas Campbell. Die Metaphysik von Thomas Campbell und bringe das Ganze in Verbindung mit der Energie auf der Suche nach dem, was die Seele im Ganzen ist, im kleinsten Atomen physikalisch. Und ich verbinde das mit der Energie, ob ich da auch das Göttliche zusammenfügen kann, ein bisschen zum Krishna. Das ist die Frage, ob das die reine Energieform ist. Im Ganzen, weil nicht bewegende Teile und bewegende Teile im Ganzen eigentlich im kleinsten Energie ist. Das versuche ich irgendwie so zu verbinden, auch das, ja. Absolutely. I have to give a very simple answer, but you're on just the right track. Kann hier nur eine ganz einfache Antwort geben, aber du bist absolut auf dem richtigen Gleis, auf dem richtigen Weg. That the world is held together by energy. Dass die Welt zusammengehalten wird durch Energie. And the energy that makes the atoms in a molecule stay together, it's on the same continuum as the energy that draws my heart to your heart. Und die Energie, die die Atome miteinander verbindet, das ist die gleiche Energie, die mein Herz zu deinem Herz angezogen sein lässt. So the following the presentation I gave, the highest form of energy in the universe is love. Wenn wir jetzt nochmal von diesem Vortrag her kommend zusammenfassen, oder das sagt aus, dass die höchste Energie ist die Liebe. So in Hindu and Indian cosmology, it's all the same energy, different levels, different intensities, different vibrations. Okay. In der indischen Kosmologie ist alles Energie in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Art der Vibration, Dichte oder in the denseness. Or different frequency, sure, Dichte, like a radio. Unterschiedliche Frequenzen. Yes. Und Krishna zu definieren als Energieform. Du kannst es noch mal ein bisschen erklären, was du meinst. Wenn man Krishna definieren sollte als Reinkarnation, als das Göttliche, würde ich dann sagen, mit der Metaphysik als die Energieform im Ganzen, wir alle im Ganzen. Ob man das so definieren könnte oder ob es das... Carefully, I would say yes. God is energy. A very high and pure form of energy. Which is the same as love. Also wenn ich es vorsichtig ausdrücke, würde ich sagen, ja, Gott ist Energie. Gott ist eine sehr hohe und sehr feine Energie und die höchste Energie ist die der Liebe. Mm-hmm. So in English we have this sweet Hollywood expression, love makes the world go round. Wir sagen im Englischen, dass die Liebe die Welt antreibt oder bewegt. Makes the world go round. Mm-hmm. It's true. Und das ist wahr. Physical energy is a lower form of energy than spiritual energy. Physische Energie ist eine dichtere Energie als die spirituelle Energie. But it's also energy. Aber es ist auch Energie. Mm-hmm. Okay. Ich bin in ein tieferes Gefühl gekommen in Beziehung zum Tod, das Bewusstsein letztendlich
Liebe kennt keinen Schmerz. Wahre Liebe begleitet Trauer, aber im Grunde kennt wahre Liebe keinen Schmerz. Mm-hmm. Yes, in the way we're talking about true love, it never leaves. Yes. The person you love, you will always love. Yeah. You've always loved. Now, of course, if we think about a partner, a life partner, or a family member, I love his smile, it's so beautiful. That's material, that will disappear with his body or her body. Mm-hmm. And this we will miss. This is Trauer, this is grief. Yeah. Wahre Liebe, die du empfindest, die wird niemals vergehen, die wird niemals verschwinden. Und die Liebe, die du für das lächelnde Gesicht von deinem Freund oder Partner hattest, die wird vergehen. And die ist. Und die, genau, und die wirst du vermissen und das wird Trauer auch, dadurch wird Trauer entstehen. Das ist das. But this missing is also connected to your consciousness and not to your heart. Aber dieses Vermissen, das hat auch was mit deinem Bewusstsein zu tun, nicht mit deinem Herzen. The people you love are always there. Die Menschen, die du liebst, die sind immer da. Ich würde sagen, dass da ist sehr wohl Schmerz, aber da ist im Schmerz auch das trotz allem drin. Das finde ich ein Wunder. Kannst du nochmal? Und Liebe hat ja auch in der Tat etwas mit Scheitern zu tun, mit Verlust, mit Sehnsucht zu tun. Liebe ist ja nicht nur, also man kann ja nicht von einer erfolgreichen Liebe sprechen, sondern das ist ja ein Exchange. So. Da muss ja auch Suffering damit einhergehen. Aber although there is suffering, there's always this other part of suffering. Just when there is deep suffering, there is something else, there's this glimpse. Also auch in dem tiefen Leiden, was auch Teil von einem Bestandteil von einer tiefen Beziehung ist, gibt es trotzdem wie so einen Funken von, im tiefsten Leiden gibt es einen Funken von etwas anderem. Ja. In grief or in living, loving relations. Wenn du jetzt jemanden vermisst aus Trauer oder in einer lebendigen Beziehung. In loving relationship. There is loving isn't only heidi-teidi. Hollywood. Ja. Yeah. Hmm. So there is separation. And I feel this loving more intense. And I think just in the middle of this pain there is something else. It isn't only this pain. There is this special kind of bliss. It's strange, it's not positive. No. But we were talking about this morning, really. About if we can imagine a perfect soul love where we're entirely unified with the beloved. The love would be over. Wenn wir uns eine perfekte Liebe vorstellen würden, wo es eine komplette Vereinigung gibt, dann wäre das wie zu Ende. It's the loving that is divine. It's neither the lover nor the beloved. Es ist weder der Geliebte noch der Liebende, die göttlich sind, sondern es ist die Liebe, die zwischen beiden fließt und die beide miteinander verbindet. Das ist das Göttliche. So if the two are united, then this difference disappears and the loving disappears too. Wenn die beiden voll, you mean completely united? Yes, somehow
than one. Completely one. If that were, we can imagine it. It's not physically possible. But it feels like in our hearts that we want to be glued together to our beloved. Es fühlt sich so an in unserem Herzen, dass wir uns ganz eng mit jemandem verbinden möchten, mit unserem Geliebten. But if this were true, then the love would end. Aber wenn das wirklich möglich wäre, dann würde es das Ende der Liebe bedeuten. There must be two in order to have a love relationship. Denn es muss zwei geben, damit in dieser Beziehung eine Liebesbeziehung entstehen kann. It's the loving which matters, not the love itself, it's the loving that matters and not the beloved or the lover. Es geht um die Liebe, um den Fluss der Liebe und nicht um die beiden Personen. And does this speak to what you are talking about, this funk, this spark? Thank you. I don't know. I feel this, also ich fühle, dass das wirklich eine großer Perspektivewechsel ist. Weil es ja rausgeht aus diesem individuellen Identitätsding und was wir im Westen auch mehr gewohnt sind. Es geht um mich. Das bedeutet ja, es geht um die Liebe, die fließt zwischen uns. Und yeah. I feel it's quite a step. Don't you love me? No, I love your soul. But I don't know my soul. This is the problem. It's a bit the situation you were describing. Loving someone who doesn't know themselves. Wie können wir uns mit der Seele auf der Seelenebene miteinander verbinden, wenn der andere oder auch ich selber natürlich meine eigene Seele gar nicht wirklich kenne? This is a big topic. This is a big topic. This is also a big part of your spiritual quest. I think we can say that a lot. Personally? Of your path, of your bhakti path. Yeah. Also ich habe gerade eben gesagt, das ist ja auch ein großer Teil von dem Schürfen von deinem Weg auf dem Bhakti. Was ist die Form der Seele? Who am I when I'm being myself? Wer bin ich, wenn ich wirklich ganz ich selber bin? Because when I know that, then I'll really be able to love God. Denn wenn ich das weiß, dann werde ich wirklich fähig sein, Gott zu lieben. And in the meantime, I'm going to practice with all of you. Und in der Zwischenzeit werde ich mit euch allen, mit jedem Menschen üben. The art of restraint. Die Kunst des Austauschens. Thank you. Thank you. Very hopeful. Thank you. Und auch so praktisch, ne? Also für mich hat es jetzt so was ganz Hoffnungsvolles und auch sehr Praktisches, praxisnahes, lebensnahes hervorgeholt. Ist ja so neugierig machen, ne? Oh. So. Aber ich glaube schon, dass das Problem ist, dass man ganz anders groß geworden ist. Das kann nicht zulassen, ne? Oder so. Ja, also allerdings. Absolut. Ja, und das jetzt so rauszutragen. Klar sind Menschen, sage ich jetzt mal, die man trifft, da hat man ja direkt eine Verbindung. Das ist direkt im Herzen. Und es gibt aber ja welche, die man nicht erreicht und wo ich auch schon mal. Das war ein ganz komisches Erlebnis, so richtig. Also was habe ich noch nie? Die hat mich umarmt und es war richtig, mein Herz hat sich da richtig gegen gewehrt. Aber so eine negative Energie kam von der. Genauso habe ich es schon andersrum erlebt, klar, aber das war so schon beängstigend auf der anderen Seite. Vielleicht weil ich so offen war, weiß ich nicht, aber so dieses
man so eine negative Energie, obwohl ich eigentlich gut kannte. Now we're brought up to play a clear role in society. Our parents want us to live correctly in society and be successful in society, so we have to play a role. Wir sind so erzogen worden, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft werden, dass wir eine Rolle in der Gesellschaft spielen, einen Beitrag leisten werden. So sind wir aufgewachsen. Das wollten haben sich unsere Eltern für unser Leben gewünscht. Meistens wahrscheinlich. Yes. And this role is almost never the same as our spiritual self. Und diese Rolle ist wahrscheinlich so gut wie niemals die gleiche wie unser spirituelles Selbst, diese gesellschaftliche Rolle. Ich habe eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so wichtig ist und hier hinpasst, aber wie kann ich mich oder auch durch Meditation von negativen Einflüssen befreien? Also säubern oder reinigen, also von der Seele her, dass man zur Ruhe kommt oder sich von dem Negativen abschirmt. Ich weiß nicht, passt das jetzt auch hier so, Yes. Have you had the meditation practice? Yeah. So you know that the method is often to let things go, let things flow by on a river or as clouds in the sky. So the things that are not attached to you, that don't stay when your soul leaves your body, let them flow away. And there's what is left over will never be negative. So if it's negative, it's because you're holding on. Yeah. Dass du fühlen kannst, dass das Negative vorbeifließen kann, wie so Wolken. Dass es nicht was ist, was wirklich was mit dir zu tun hat. Sorry, can you explain? Sure, no, that's good. The negative will not stay. Das Negative wird sich nicht halten. The universe is positive. Das Universum selbst ist positiv. I take that with all the strength. I mean, the universe is loving. Und das sage ich hier mit tiefster Überzeugung. Das Universum ist zutiefst liebend. So things that bring fear or hurt or suffering, these will pass sooner or later. Und diese Begebenheiten oder Sachen, die Angst erzeugen oder Leiden, die werden früher oder später aufhören zu existieren. Also ich würde sagen, es hat ja irgendwas mit den Bewerten zu tun. Ne? Man sagt ja auch im Zen, es ist, wie es ist. Es ist nicht gut oder nicht schlecht. Es ist, wie es ist. Dass man durch diese Meditation Gedanken weg. Dann bewertet man es nicht mehr in dem Moment, selbst wenn man befreit ist. Oder? Yeah, so when I'm sick, if I'm ill, I need to realize that it's not because I deserve to be ill, or because God wants me to be ill, or because the universe doesn't like me. It's just something that is, and it's something that will end sometime. Wenn ich krank bin, dann ist es wichtig zu sehen, dass ich jetzt nicht bestraft werde vom Universum oder Gott, sondern dass es ein Zustand ist, in dem ich mich gerade befinde, der sich auch irgendwann wieder ändern wird. There is no soul that is ill. Denn die Seele selber ist niemals krank. The body is ill. Und der Körper ist krank. And this body will leave us, or we will leave the body. Und wir werden irgendwann den Körper verlassen. And the illness will leave us too. Und genauso wird die Krankheit uns auch irgendwann wieder verlassen. It goes back to the energy question. The soul is good. The soul is loving. The soul is living. Das geht wieder in Bezug zu deiner Frage nach der Energie. Die Seele ist liebend.
Da gibt es einen interessanten Hinweis von einem Weisen, der sagte, wie bekomme ich denn aus dem Glas, das voll mit Tinte ist, die Tinte heraus? Und der sagt, wenn du einfach nur genug Wasser nachfüllst, irgendwann ist das Glas glasklar. So, wenn du die Tinte loswerden willst, dann füll einfach Klares nach. Sich sozusagen beschäftigen mit all dem, was wir als angenehm höher empfinden. Und das wird irgendwann alle Tinte auswaschen. Das ist so ein Energieprozess. Also, wenn da Dinge sind, die uns nicht so angenehm sind, dann einfach mit dem Angenehmen rauswaschen. How about relaxation? Aber es ist, also ich habe mir das gerade so vorgestellt, was ich dann machen würde in so einer Situation. Für mich wäre, auch, glaube ich, auch wichtig, dieser Prozess des Loslassens durch Entspannung, in welcher Form auch immer das für dich möglich ist. Eben in diesem Bewusstsein, das ist nichts, was zu mir gehört oder bei mir sich anheftet, ne, weil ich das nicht wirklich bin. Also dafür bräuchte ich so einen inneren Raum und natürlich auch eine äußere Zeit. Just to relax and let it slowly flow. Also mit Meditation bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass man sehr stark daran arbeiten kann. Großen Einfluss darauf hat. Ja, ich, ja, an der Stelle muss ich auch sagen, ich finde das sehr schön, diesen Abend und Ihren Vortrag. Ich persönlich habe ich mich schon mit vielen Dingen beschäftigt, auch Persönlichkeitsentwicklung, bin sehr katholisch-religiös und bin auch sehr gläubig und auch spirituell. Und von daher kann ich das alles sehr gut nachvollziehen und man spürt wirklich, also ich weiß auch, wovon Sie sprechen und habe selber die Erfahrung gemacht, jetzt, also wie Sie sagen würden, vom Göttlichen, also nicht dieses Materielle, was man dann zum Beispiel, wenn man zum Geburtstag ein Geschenk erhält und sich dann daraufhin freut, sind andere Dinge, die passieren, die durch Umstände passieren und einen dann erfreuen, glücklich machen. Ja, dass man dann sieht, wenn man sehr stark daran glaubt, man muss natürlich auch empfänglich dafür sein, offen und bereit dafür sein, dann, wenn man dann auch so ein bisschen das Ganze, wie sagt man, sich gut beobachtet und dann sieht man, dann weiß man sofort, ja, ich weiß, woher das ist. Das ist so würde ich sagen, das ist jetzt einfach von oben oder das ist Energie und ja. Toll. Nachher, also wie gesagt, ein sehr schöner Abend und ein sehr schöner Vortrag. Schönes Schlusswort. Schlusswort passt wunderbar, danke. Außer es gibt noch was Dringendes, Wichtiges, was noch gesagt werden möchte. Ich vielleicht noch eins. Wie würdet ihr Krishna definieren? Krishna. Krishna definieren. Krishna ist Gott. Krishna is God. As a different name in every religion, it's the same God. Es gibt unterschiedliche Namen in jeder Religion, aber es ist immer der gleiche Gott. And in addition to what I already said about the soul and the Paramatma. Und jetzt nochmal darauf folgend, was ich vorhin schon gesagt habe, was ist die Seele in Bezug zu Paramatma? It's the entity that we can have the purest loving relation to. The entity. The Wesen. Das ist das Wesen. Yeah. Der wir geleistet.
zu dem ich die reinste Form der Liebe haben kann. So I would define it, to talk like a philosopher, inductively. It's not something that's there and then we love it. It's something which is created through our love. Ich würde es anders erklären, nicht etwas, was da ist und das liebe ich, sondern als etwas, was kreiert wird durch meine Liebe, durch meine Beziehung mit ihm. For the love of all souls. Oder vielmehr durch die Liebe aller Seelen. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr gekommen seid. Und wenn ihr gerne mit Udava noch ein bisschen in Kontakt bleiben möchtet, auf der Einladung steht auch sein Blog. Loveinaction.net, ne? Is that right? Also es ist auf Englisch, er schreibt sehr, sehr schöne Texte, arbeitet da auch an mehreren Buchprojekten gerade. Und ihr könnt auch auf Soundcloud die Klassen der Bhagavad Gita von ihm hören, das ist allerdings auch auf Englisch. Oder eine E-Mail schreiben. E-Mail schreiben. Wenn man irgendwas aufbraucht, eine Idee, eine Gedanke, eine Frage. Auch auf Deutsch. Deutsch.